So, da würde ich ja fast sagen, so langsam können wir mal starten. Also einmal Song weg. Einmal Bild weg. Und los geht's. Wenn ich den Startknopf finde. Da. Ja, auf dem Wege nochmal der gute, gut gemeinte Gruß an alle. Lasst uns loslegen. Okay, wie war das denn letztes Mal? Ach ja, wir haben auf jeden Fall die Statue jetzt. Wir sollen irgendwie diese Stadt der Zauberer oder irgendwie sowas aufsuchen, weil die uns vielleicht weiterhelfen können. Weil wir versuchen ja immer noch die Stadt hier zu schützen, denn die Drachen sind auf dem Weg, um diese zu zerstören. Wie erscheint eine Waffe, die sie ja von Maeve Zwangsarbeit haben bauen lassen. Wir haben jetzt eine Statue bekommen, mit der können wir wohl diese geheime Stadt betreten. Ich habe natürlich schon mal geguckt, wo diese geheime Stadt sein soll, weil das hätte ich jetzt nicht gewusst. Es ist tatsächlich diese fliegende Stadt. Die fliegende Stadt in der Wüste, die wir mal gesehen haben. Das ist diese Stadt, die man nur mit der Statue betreten kann. Also, müssen wir da erstmal hin. Am besten erstmal ein Land. Dann können wir nämlich ganz angenehm hin teleportieren. Ah ja, dieses Spiel hier, diese sehr seltsame Menütaste. Ich muss mich immer wieder daran erinnern. So. Okay. Zauber. Warp. Und zwar nach Arad. Gut, von hier aus sollte es eigentlich kein allzu großes Problem sein. Ja, wir können sie jetzt betreten. Das kommt mir vorher noch nicht. Den Sprite kennen wir. Die Zauberin, die die Macht von Melia versiegelt hat, schläft hier. Melia war, glaube ich, diese Göttin, um die es ganz am Anfang ging, oder? Diese etwas problematische. Sie hat die Macht versiegelt, dieser Göttin, okay. Dann muss diese Zauberin ja ziemlich mächtig sein, oder ziemlich fähig zumindest. Ich kann nicht ins Innen. Ach, die Tür ist auch eingestürzt, sehe ich jetzt, okay. Speichern kann ich aber. Ja, ich erzähle dir meine Geschichte, du. Da können wir aber rein. Aber die ganze Stadt scheint irgendwie eine Ruine zu sein, ne? Irgendwie nur von so einer Art Spirits bewohnt. Hier geht's irgendwo runter, da gehen wir erst nachher hin, weil ich würde jetzt auch mich in anderen Häusern nochmal umschauen. Der Sicherheit halber. Aber hier scheint wirklich alles vollkommen verlassen zu sein. Gut, in den Palast kann ich nicht, außer durch den Keller, also. Gibt's hier Gegner? Ja, okay. Jo, der neue Hammer, der Stachelhammer, zahlt sich schon aus. Ein guter Schaden.
Ja, Wände sind okay mittlerweile. Ochs macht den Weg frei. Ein Protection Shield sind oder sowas. Also so wie du das sagst, Sonny, klingt das eher so, als wüsstest du das ganz genau. Aber ich bin ja auch mehr oder weniger davon ausgegangen, dass wir noch irgendwie was Magisches bekommen, ne? Und wenn das hier eine Zauberperson ist, die hier versiegelt ist, oder zumindest schläft, dann wäre das ja naheliegend. Achso, du weißt es nicht, okay. Okay, was wollte ich jetzt hier drin? Ah, ich wollte das Schild angucken. Und das ist das neue Schild. Alter, das ist aber sehr gut. Das gebe ich mal über den Main Character. Kannst du gerne das Eisenschild haben? Oder will ich das lieber den Tanky Boy? Der kann gar kein Schild tragen, oder? Der kann ein Schild tragen, zusätzlich zu dem fetten Hammer. Das hätte ich mal schon mal machen sollen, ne? Unfassbar. Ja, aber ich persönlich würde davon ausgehen, dass dieser Zauberer, der hier wohnt, oder der hier schläft, wahrscheinlich ein Charakter sein könnte, oder zumindest irgendjemand, der mit dem Zauberer zu tun hat. Dann würden wir jetzt hier mehr Menschen leben, könnte es hier x-beliebige Zauberer sein, aber da hier komischerweise niemand mehr lebt, ich bin mir sicher, wenn wir noch einen Zauberer bekommen, und dass hier der Ort der Zauberer ist, gehe ich davon aus, dass die eine Person, die hier schläft, unter Umständen ein neuer Charakter sein könnte. Also zwei kriegen wir noch, ne? Zwei. Insgesamt. Dachte ich mir, ist auch eine Schatzkammer. Leben 2. Da bin ich schon wieder versucht, gleich direkt nach diesen beiden Nebengängen erst wieder rauszulaufen, zu speichern und dann erst den mittleren Gang zu gehen. Einfach nur, dass die Sicherheit hat. So bin ich nun mal leider. Die Erfahrung ist hier aber nicht unbedingt großartig, ne? Ich hoffe, der Dungeon ist nicht groß. Wie ist denn so eine Art Zugang oder so? Sah ja zumindest von außen so aus. Erbärmlichen Schleime einfach, ja. Das sind immer ein rote, aber trotzdem. So, dann will ich nochmal save nehmen. Heilen ist nicht möglich hier. Kann ich mit Kräutern aber erledigen. Mache ich am besten vorm Saven. Kräuterlies. So viele scheint nicht mehr zu haben, oder sind sie ganz unten? Habe ich keine Kräuter? Bin ich blind? Da ist ein Kraut. Aber ich würde neue kaufen bald mal, ne? So, das reicht. Jetzt einmal speichern und dann können wir den mittleren Pfad gehen. Wer weiß, was sich erwartet. Wenn da schon ein Dungeon ist, ist es ein bisschen kleiner mit Gegnern. Wir könnten hier auch mehr feindlich Gesinnte auf uns warten. Doch größer als gedacht, aber bisher relativ geradlinig. Da will ich nicht meckern.
Na toll, wie kommt man da hin? Außen rumlaufen. Steine sind kein Hindernis. Einfach nur das Prinzip, machen wir den auch kaputt. Vielleicht wäre der Kleidschrank rausgekommen, man weiß ja nie. Alt-SP? Ist das ein alter Speer oder was soll das sein? Ich guck mal. Ja, das ist ein Speer. Der macht die noch langsamer, aber er ist noch stärker dann. Das ist komisch, jede Waffe, die er bekommt, macht die noch langsamer. Okay, hier lohnt sich wieder ein E-Key, glaube ich. Das nutze ich auch ein. Ach komm. Jetzt ist wieder das unübersichtlich hier. Ich plopp mal Nebel, weil ich gerade nicht weiß, wie lang ich muss. Und ich habe keinen Bock, 20 Kämpfe deswegen zu machen. Wenigstens ein kurzes Umschauen wäre nett. Na, geht schon los, so. Multiple Wege. Hier schon mal eine Wand zum Einschlagen. In der Treppe. Okay. Hier sind Ton. Angenehm. Kraut. Sehr angenehm. Ich weiß nicht, was ein Wut-HR ist, aber wir gucken mal. Scheint mir jetzt momentan nichts zum Ausrüsten zu sein. Nee, irgendwie nicht. Dann habe ich keine Ahnung, was ein Wut-HR ist. Das ist ein Hammer. Dann habe ich ihn nicht gesehen, weil wir mehr Hammer haben als drei Stück. Aber der ist nicht so gut wie der Stachelhammer, oder? Nee, auf keinen Fall. Gut. Also im besten Fall zu verkaufen. Wir gehen einfach weiter. Was soll's. Ist okay. Mir lange genug geholfen. Ich habe das Gefühl, dass es hier weitergeht, aber das ist auch okay, oder nicht? Ich habe die Schatzkammer gefunden, wie es aussieht. Noch besser. Kettenhemd, Kraut, Kraut, Protector Shield. Das war ziemlich gut. Und das Kettenhemd würde ich auch gerne mal prüfen wollen. Post. Damit hatte ich es auch vor kurzem wieder in dem LP. Aber es dauert noch, bis es zustande kommt. Wir hatten noch irgendwas anderes gefunden. Soll ich schon vergessen, was es war? Die Kettenrüstung, das Kettenhemd, ja. Schlechter für ihn. Er kann es gar nicht tragen. Schlechter für mich. Ist für alle eher Kackjes, kann ich verkaufen. Easy. Das ist echt ärgerlich jetzt. Nicht nur, dass ich keine Erfahrung bekomme, sondern generell die Tatsache, dass diese scheiß roten Schleime, die so schwach sind, so ekelhaft starke Angriffe drauf haben. Hm.
Das ist echt ätzend. Das ist schon das zweite Mal, dass ich die Erfahrung nicht bekommt. Na klar, jetzt im relativ geringen Maße mit 905, aber es regt mich trotzdem auf. Gerade weil sie bisher immer dabei ist, wenn sie die Erfahrung auch immer bekommt. Unschön. Sehr unschön. Aber gut, vielleicht soll ich dafür sorgen, dass sie immer mit voller AP durch die Gegend läuft, wenn sie so wenig AP hat. Wenn so ein Stromschlag sie röstet. Okay, hier haben wir alles. Ja, macht Auto, komm. Immerhin, hier und da schreiben wir noch ein Level, auch wenn das relativ geringe Erfahrungswerte hier sind. Allein dadurch lohnt sich das schon. Da waren wir und da unten. Da könnte man eine Wand zum Einschlagen sein, wie zwei Truhen. Ein Silberarmband hatten wir letztes Mal schon, soll ja den Gerüchten nach vor einem Zombie-Zustand schützen. Sicher wissen wir nichts. Immer noch nie geangelt, ne? Da muss ich mir immer noch denken, was wir machen. Ich habe sicher bald 10 im Spiel, die ziemlich schwer zu wissen ist, wo ich das auch vor Gott sei Dank schon vorher weiß. Nicht wegen Spoiler jetzt, sondern weil es gewisse Dinge gibt, die man einfach nicht wissen kann. Sonst nicht Story-relevant ist, sondern eher wieder was bekommt. Und das bekommt man nur mit der Angel. Und da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Aber das dauert noch, glaube ich, ein bisschen. Okay, wo geht's denn jetzt weiter? Wir haben jetzt alle Schatzkammern hier abgeraubt. Ja, wahrscheinlich die Treppe da, das ist eine andere. Das macht sein. Von da unten, ne? Also von da irgendwo, ja. Ah, ja. Das wäre jetzt das Schönste, wenn man noch irgendwie einen Shortcut bekommen könnte nach hinten, aber das wird wohl nichts werden. Also nochmal heilen. Ein paar Kräuter müsste ich ja noch haben. Eigentlich. Ich habe doch jetzt gerade nicht alle Kräuter verbraucht, die ich noch habe, oder? Im Ernst? Das ist nicht schlimm, ich kann mich auch mit Zaubern heilen, aber da muss ich dringend neue kaufen nächstes Mal, wenn ich in der Stadt bin. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann zaubern wir nicht, ne? Einmal voll. Und aus Sicherheitsgründen. Oh, hier ist ein Heilbrunnen. Na toll. Jetzt habe ich mich gerade geheilt und hier ist ein Heilbrunnen. Wir haben schon so ewig keine Heilbrunnen mehr gesehen. Ich dachte, das gibt's gar nicht mehr. Das heilt sogar AP. Ja gut, dann habe ich ja nichts verloren, weil ich jetzt gezaubert habe. Das ist ja egal dann. Was für ein komischer Raum hier. Bislang wurde ich auch nicht angegriffen. Da schläft sie, schätze ich. Sieht aus wie ein Kokon oder eine Schnecke oder eine Schlange oder sowas. Ich gucke mich erst links und rechts eben um, aber trotz irgendwelcher Podeste scheint nichts zu sein. Noch zumindest nicht.
Du bist also der Krieger, der zum Helden bestimmt wurde. Bist du gekommen, um den Schlaf der Zauberin zu stören? Du musst beweisen, dass du es wert bist, in der Nähe der Zauberin zu sein. Mal sehen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Noch mehr Spirits, okay. Ja, angreifen, verwandeln. Und du buffst im ersten Spell. Deine eigene Verteidigung, bitte. Schön, ein Crit eröffnet, so muss das. Oh, der grundsätzlich AOE. Macht aber sehr überschaubaren Schaden, also. Das ist okay. Ja, Crit von Drachen. Ja, RIP. Das war nicht viel, mein Freund. Sind Ruby Level, sehr schön. Gut gemacht. Der nächste, okay. Blood Spirit. Selbe Taktik erstmal. Greif mal den Tanks haben, schon okay. Der ist tougher als der andere. Ja, auch das Crit-Glück diesmal nicht. Ah, ist okay. Das wird's wieder. Ja, der ist sicherlich wesentlich schwerer als der erste. Ich habe, glaube ich, auch immer noch keine Option, mehr als eine Person zu heilen, außer Fleisch. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Fleisch habe. Ja, habe ich noch dreimal. Gut, nutzen wir. Gut, dass ich es genutzt habe, weil der Schaden wird echt ein bisschen heftig gerade. Okay, er ist schon tot. Das ist nicht ungünstig für uns jetzt, weil wir müssen jetzt wahrscheinlich in den dritten von den Geistern auch noch kämpfen, ne? Und das mit ziemlich wenig HP. Aber schön, dass sie gelevelt ist. Trotz der ganzen tödlichen Umstände zwischendurch. Gut gemacht. Oh, ein grüner. Okay, ich hoffe, ich kriege die Heilung jetzt raus, bevor wir die Schnauze kriegen. Nein! Überlebt er, überlebt das, er hat auch noch okay. Okay, Heilung. Okay, alles cool. Alles wieder cool. Schön, schöner Crit. So muss das. Schon. Er kann sich heilen, okay. Wie viel? 100, okay, das schaffen wir. Das ist kein Problem. Das können wir pro Runde locker überbieten. Das kann er gerne machen, wenn er möchte. Ja, Crit ist down. Das ist kein Problem. Drei Bosse am Stück.
Der mittlere war das Schlimmste so gefühlt. Der dritte konnte sich zwar heilen, aber das 100 HP heilen war nicht so schlimm wie der Gruppendamage, den er das Erdbeben gemacht hat. Du bist sehr zielstrebig. Ich erlaube dir, sie zu wecken. Zauberin, hier ist jemand, der dich sehen möchte. Keine Antwort. Zauberin, ein Nachkomme der Helden ist gekommen. Wach bitte auf. Immer noch keine Antwort. Also dann zu Plan B. Es mit Stromschlägen aufwecken, wie nett. Ah! Hey. Was passiert hier? Es ist unsere Pflicht, die Zauberin zu beschützen. Wir haben unser Ziel erreicht. Sei bitte nett zur Zauberin. Wir gehen jetzt. Auf Wiedersehen. Wie der Geist ist einfach nur blö. Okay, blö. Name. Cordon Bleu. Du solltest besser einen Grund dafür haben, mich zu wecken. Was ist das? Du willst die Schiffe der dunklen Drachen versenken? Nimm dies mit. Oxer hält ein altes Ei. Mit Eiern habe ich schon sehr negative Erfahrungen gemacht in diesem Spiel, aber okay. Es ist das Altei. Es ist das Altei. Lege es an einen warmen Ort, wie zum Beispiel einen Vulkan. Wir haben mal diesen Unterwasser-Vulkan am Meeresboden gesehen, ne? Meinst du wohl den? Nördlich von Prisna war das, glaube ich. Der bald schlüpfende Käfer wird dann einen Taifun verursachen. Jetzt lege ich mich aber wieder hin. Ja. Doch kein neuer Charakter? Bist du ein neuer Charakter oder nicht? Du siehst besonders aus, aber du scheinst irgendwie doch eher passiv zu sein. Okay, vielleicht auch nicht. Okay. Also, wir haben ein Ei bekommen, das soll einen Vulkan schmeißen. Ich schätze, es ist der Vulkan, den wir unter Wasser schon mal gesehen haben. Aber muss ich jetzt... Ich hoffe, ich kann hier warpen. Ah, ich kann Städten nicht warpen, ne? Das ist so blöd, weil... Dann muss ich den ganzen Dungeon nochmal durch. Was kein Problem ist dank Nebel, aber... Nee, unnötig, wie ich finde. Einfach unnötig. Ja gut, nutzen wir Nebel. Ich habe schon Orte gesehen, wo wir bessere Erfahrungen kriegen können, wenn es darauf ankommt. Nee, nee, das ist, glaube ich, schon ein altes Ei. Sie meinte ja auch, dass da ein Käfer draus schlüpft. Also, es wird schon ein Ei sein. Weil der Nebel hat genau gereicht. Ast rein. So, speichern, dass wir das geschafft haben. Waren immerhin drei Bossfights. War ich eigentlich klug genug, mich am Boden einmal zu heilen? Scheinbar ja, gut. Mein Kurzzeitgedächtnis war sich nicht mehr so sicher. Zusätzliche Sicherheit, wie immer. Okay, gut. Gut, gut. Jetzt geht's also wieder unter Wasser. Wir wissen ja, wir können nicht direkt hin teleportieren. Aber nach Wiston können wir jetzt. Da sind noch so viele Sachen zwischen. Das ist ja weird. Wir gehen nach... Gant. Von Gant kommen wir am besten nach Prisma. Das macht am meisten Sinn. Hier gab es auch einen Itemladen, oder? Ja, hier gibt es auch Itemladen.
Ich hätte gern Nebelnachschub. Und Kraut. Ne, wir haben kein einziges Kraut mehr. Schon besser. Und wir haben einiges zu verkaufen, wenn wir schon hier sind. Also ich brauche das Powerschwert, glaube ich, nicht mehr. Aber ich behalte es erstmal. Die Keule brauche ich auf jeden Fall nicht mehr. Bronzerüstung auch nicht. Eisenhammer auch nicht. Schädelhelm nicht. Das brauche ich alles nicht mehr. Oh, dann schon haben wir ein bisschen mehr Platz. Gut. Dann auf nach Prisma. Prismania City, da gehen wir heute auch noch hin, wahrscheinlich. Hier ist ein altes Ei. Ein uraltes Ei. Nebel, Nebel, Nebel. Da. Wir machen erstmal einen Zwischenfall in Prisma, damit ich da speichern kann. Und nochmal ins Item-Geschäft gucken kann. Und zwar in alle, weil da ist ein Item, was ich gerade ein bisschen suche. Das ist aber nicht hier, okay. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt hier verkaufen, aber ich sollte mich unbedingt einen Ausschau halten nach besseren Würmern. Hier, Wurm 2. Sind doch Fische? Aha, guck mal, jetzt sehen wir zum Beispiel Fische, die haben Fähigkeiten. Also der Fisch gibt Lebenspunkte zurück und der hier schützt gegen Gift, also heilt vor Gift gegen Gift. Das heißt also, wenn ich Fische mal fangen würde, dann würde ich mich damit auch heilen können. Aber es ist nicht so geil wie Fleisch, weil Fleisch halt einfach alle. Aber ich kann auch mal die Route 2, weil die habe ich noch nicht. Und Wurm 2 wollte ich ein paar Mal kaufen. Ja, ich diese Indoor-Mucke hasse immer noch. So, und dann auf zum Vulkan. Vielleicht sind hier nur zwei Schritte irgendwie hoch. Dann ist man da und kann es reinwerfen oder so. Aber ich bezweifle es irgendwie. Wasser, ne? Da können wir wieder Gobi einsetzen, ehrlich gesagt. Der ist ziemlich gut hier unten. Ich müsste aber die Fusion auch wieder rückgängig machen, aber es ist okay. Weil er hat zwar viel HP, aber er ist jetzt nicht unbedingt nur besser als die anderen beiden. Die anderen beiden haben schon ein paar Tricks für sich. Gobi hätte ich gerne. Ja, ich im Grunde so. Dass ich Gobi dann wahrscheinlich eher an die Front. Möchte ich an die Front stellen mit den wenigen Lebenspunkten? Ich meine, ich nutze mit ihm fast sowieso nur die Fischzauber unter Wasser, ne? Naja, ich lasse ihn einfach hinten stehen, da ist er ein bisschen sicherer. Na toll, das war der einzige Weg, der nicht ging, ne? Ah, da steht er jetzt gerade vorne, ne? Oder steht er hinten? Muss ich mal gucken. Oh, der hat schon neue Zauber gelernt. Der kann jetzt nicht nur AppX, sondern auch EchoX. Na, hau mal rein. Thank you.
große Fische. Ja, immerhin 100 Schaden an allen jetzt. Dann ist Gobi aktuell der stärkste Charakter, den wir haben. Also, zumindest unter Wasser kann irgendwo sonst klar nicht wirklich funktionieren, aber unter Wasser 100 Schaden auf alle. Das kann kein anderer leisten. So viel ist mal sicher. Ja, du schießt gerade vorne. Steh mal bitte hinten. Sichere. Okay. Ich meine, hier war irgendwo so ein Vulkan. Ein bisschen noch weiter nördlich jetzt, als wo wir stehen. Ein Zauber. Also auch so Randinfo. Also wir sind schon über der Hälfte des Spiels jetzt. Also wenn jemand interessiert, wie lang das Spiel ist. Ich weiß es zwar nicht genau, aber ich müsste wieder davon ausgehen, aufgrund der Aufteilung in sogenannte Kapitel, müssten wir jetzt ungefähr bei der, also über der Hälfte schon sein. Nicht allzu krass weit über der Hälfte, aber ein Stück über der Hälfte. Da, das meine ich. Gleich da vorne. Alle noch einiges vor uns, auf jeden Fall. Uns fehlen ja noch zwei Charaktere, wie gesagt. Da wäre zumindest auch Platz für zwei. Ich denke mal, diesen Bereich füllen sie aus. So, einmal heilen, bevor wir da reinmarschieren. Jetzt haben wir wieder Kräuter, Gott sei Dank. Das ist schon mal die Dungeon-Mucke. Aber es ist auch unter Wasser. Das ist gut, dass ich Grobi rausgeholt habe. Aber das sind nur normale Gegner, die können wir so platt machen. Die können nichts. Ich muss noch ein bisschen AP übrig behalten. Falls ein Boss hier kommt. Die sind neu. Und nicht unbedingt die hübschesten. Aber kein großes Problem, wie es aussieht, okay. Zumindest nicht in der Defensive. No, so viel Erfahrung ist ja auch nicht, okay. Weniger interessante Gegner. Cooles Design, aber sonst nichts dahinter. Das sind neufarbige Amöben. Die konnten letztes Mal ziemlich eklige Zauber rausdonnern. Ich hau immer wieder ein Echo X raus. Die vertragen alle ziemlich viel jetzt, okay. Was ein Crit von ihr, nice. Naja, er macht grundsätzlich 100 Schaden damit, egal was die Gegner das ist. Das ist echt ziemlich krass. Aber das kostet halt verdammt viel Mana und so viel hat er nicht, ne? Oh, ein Crit mit dem Bumerang. Das ist natürlich super geil. So, wie viel Erfahrung bringt ihr? Weil ihr seid ein relativ harter Kampf. Mit so 3000, nur 2000? Ich hätte schon so 3000 erwartet, so ansatzweise. Am Anfang bin ich nicht rechts gegangen, wahrscheinlich wäre das eine Sackgasse gewesen, aber egal. Ich denke mal, auch dieser Ort ist noch backtrackbar, hoffe ich zumindest. Okay, eine Treppe und es geht noch nach Norden. Das hier sieht fast aus wie der Anfang, unangenehmerweise. Ich gehe die Treppe mal hoch.
diese Orte, das ist ziemlich verwirrend, weil das alles leicht gleich aussieht. Vielleicht sollte ich mir die Anordnung der Sägeräser merken oder so ein Quatsch, keine Ahnung. Noch eine Treppe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie stimmt, aber was soll's. Oh, magische Tränen immerhin. Irgendwie ist das Bild hier so ein bisschen am Zappeln, vielleicht mit den ganzen Seetang, keine Ahnung. Unangenehm. Hier geht's wieder. Wow. Treppen. Noch ein Schatz. Kraut. Hier ist was Neues. Haben wir das Ziel schon erreicht? Scheint fast so. Ja, macht einen Zauber bitte. Die Gegner sind echt hart. Das scheint der Vulkan zu sein. Kann ich jetzt hier das Ei da reinschmeißen? Ja. Ox wirft das Altei in den Meeresvulkan. Yoshi. Tschüss, Yoshi. Das war's. Yoshi ist tot. Das Altei ist im Vulkan größer geworden. Schon wieder da? Warum so eilig? Ich wollte doch schlafen. Die Welt liegt im Chaos. Du brauchst meine Hilfe? Okay, dann los. Was? Wie weird ist das denn? Also ist sie doch ein Charakter. Aber ein bisschen weird. Also wir werden herteleportiert. Freundlicherweise mal vom Spiel. Aber so plötzlich irgendwie, oder? Du musst müde sein. Du kannst ausruhen, bis sie ihren Zug machen. Lass sie erstmal speichern, bevor sie ihren Zug machen. Spiel. Bitte. Die Dunkeldrachen machen endlich ihren Zug. Darf ich speichern, Spiel? Bitte, Blue, gebrauche deine Magie. Sind es eure Reittiere, diese riesigen Fische? Aber sicher. Fidi, Bifi. Ja, Fidi, Bifidi, Bus. Keine Ahnung. Fidi, Bifidi, Bus. Wenn du das Richtige machst, wirst du deine Lizenz wieder zurückerhalten. Ja, ich weiß. Ich schwöre im Namen der Metallschmiede, dass wir die Waffe aufhalten werden. Darf ich bitte vorher einmal speichern oder mich wenigstens kurz checken, was die Charaktere angeht? Wenn ich ein großer Fisch bin, kannst du auf meinem Rücken reiten. Warte doch erstmal ab. Leute. Shit. Wie ist es da draußen? Der Feind rückt schnell näher. Haltet sie auf. Wir stärken unsere Verteidigung. Viel Glück! Bereit zum Auftauchen? Nein, ich bin eher bereit zum Speichern. Nein, wir sind vom Feind umzingelt.
können nicht fliehen. Nö, wir brauchen jetzt ein paar gute Tricks. Das wird interessant. Jetzt wirst du meine wahre Stärke sehen. Taifunkäfer, mach deinen Job. Nichts passiert. Okay, los jetzt, Taifunkäfer, los! Was? Es sind noch immer Feinde hier und der Käfer ist weg? Cool, nur die Hälfte der Feinde ist noch übrig. Was ist hier los? Zieht euch zurück! Wir müssen sie wohl unten besiegen. Sie tauchen. Ihnen nach. Ich werde den Feind aufhalten. Schnell! Darf ich jetzt irgendwie mich ja, selber wieder bewegen? Ich meine, ich mag ja Szenen und so, aber nicht ohne Speichern. Ich kann wieder laufen, okay. Erstmal die Stadt. Speichern. Okay, what the fuck? Was für Ereignisse sehr, also. Sehr plötzlich alles, aber okay. Die Hälfte der Flotte ist in die Flucht geschlagen, dank des Taifunkäfers. Blö ist unser neuer Charakter. Lass uns mal angucken hier, die Dame. Blö. Blö, blö. Ein Stock, ja, siehst du. Ich wusste, dass jemand Zauberstäbe hat, weil wir mal einen gesehen haben. Kann ich hier schon bessere Ausrüstung geben? Nein, also nichts, was ich habe, ist für sie besser. Dann muss ich wieder mal in den Shop gucken. Die hat einige Zauber und vor allen Dingen offensichtlich sehr offensive Zauber. Ah, sie kann auch aus dem Dungeon fliegen. Nicht nur warpen, sondern auch aus dem Dungeon rausfliegen. Das ist schon mal super. Ich muss nie wieder aus dem Dungeon rauslaufen selber. Feuerzauber, Litzzauber, Kältezauber. Erdzauber hat sie auch. Oh, auf eine ganze Gegnergruppe. Was sind auch AOE-Spells? Stoppt die Zeit des Gegners. Explosion. Absorbiert HP vom Gegner. Todesstrafe eines einzelnen Feindes, was wahrscheinlich irgendwie nie funktioniert. Level 2 von allen Elementen. Was auch für Explosion und Beben gilt. Heißt also sehr mächtige AOE-Spells dabei. Da haben wir unseren schon von mir vermuteten magischen AOE-Attacker. Stehst du hinten, wo du hingehörst? Nein, du stehst aus irgendwelchen Gründen vorne. Okay. Aber sie kann nicht heilen, ne? Ich weiß nicht, soll ich ziemlich bald Nina wieder reinnehmen, wahrscheinlich dann für Gobi, aber solange wir unter Wasser sind, lasse ich es mal so, denn ich habe genug Heil-Items. Für kurze Zeit kann ich das durchhalten. Ja. Alle anderen sind richtig positioniert, ne? Ja. Okay, war das der Charakter, auf den du gewartet hast, Sonic, von wegen Benennen? Weil du meintest, du wartest noch wegen Charakterbenennung. Ich schätze mal, wenn ich mir die Haarfrisur und die Blauhaar-Kopfscheiße hier angucke, dann gehe ich mal stark davon aus. Das war hier, glaube ich, ne? Hä? Der Typ ist nicht da. Also müssen wir dann nach der nächsten Story-Situation machen, weil die Typen, die normalerweise hier den Namen ändern, sind komischerweise nicht da. Also diesen komischen Lachen und diesen seltsamen Smile-Urteil war das der Charakter, ja? Gut, okay. Dann machen wir das, sobald wir können. Die ganze Stadt steht hinter dir, Reen. Wahrscheinlich sind jetzt auch alle im Einsatz, oder? Außer das Inn vielleicht? Ja, auch im Inn. Okay, alle sind im Einsatz, im Kampfeinsatz. Gut, dann speichern wir nur und gehen direkt auch in den Kampfeinsatz. Sie war's? Okay, gut. Dann machen wir das, sobald wieder Leute in der Stadt sind. Noch ein Grund, die Stadt zu verteidigen, weil es der einzige Ort, den ich kenne, wo wir den Namen ändern können. Sind wir wieder geheilt worden eigentlich? Ja, ne? Meint er wegen Ausruhen? Ja, sind wir. Gut. Okay. Wir sind alle nach Norden gegangen, ne? Sind die da irgendwo?
Ah ja, hier geht der Kampf ab. Rin, du übernimmst den Anführer, ich kümmere mich um den Rest. Du hast mein Bataillon vernichtet. Dafür zahlst du. Wieder eine Verwandlung. Oh, schon wieder ein Krabi. Haben wir schon genug Krabbis gesehen? Letztes Mal. Okay. Ein riesiger Krebsboy. Okay. Erstmal verwandeln. Krabbe. Einfach Krabbe. Gut, Krabbe. Kann es mal direkt den Röstzauber fressen, würde ich sagen. Gobi macht seinen mega krassen Echo Axe. Und Oxhead haut einfach drauf. Ja, guter Damage. Der macht sowieso 100. Oh, der kann auch Strom. Alter, der macht gut Strom. Alter, auf alle? Im Ernst? What the fuck? Ich wollte gerade sagen, wir machen den gerade echt platt und dann macht er sowas. Das nächste Glaskanone. What the fuck? Ich hoffe, der hat keine zweite Phase. Also keine hier zweite Lebensenergieleiste. Unschön. Ich kann jetzt nicht einmal Fleisch benutzen. Nein, das habe ich. Nein, eine zweite Phase. GG, dann bin ich tot. Außerdem steht es in der zweiten Phase schnell genug. Nee, ich bin nochmal dran. Okay. Greif du an. Du machst bitte. Versuchst TP zu saugen. Du benutzt den Echo-Zauber. Und du machst bitte den Fleisch. Ich weiß nicht, ob Fleisch reichen wird, aber. Was anderes habe ich nicht. Und was Besseres hätte ich auch gar nicht. Einfach mal abgesehen. Stirb bitte am besten. Er verfehlt? Du kannst jetzt nicht verfehlen, Madame. Ich würde nicht nochmal so einen Angriff überleben. Die meisten von uns zumindest nicht. Nur zwei von uns. Okay, er macht einen Nahkampf. Gott sei Dank. Dankeschön. Boah, er hätte jetzt zweimal diesen Blitz gemacht, wäre ich tot gewesen. Okay, macht der beste Spell. Boom. Wir müssen jetzt diese Runde töten. Aber mach du nochmal Fleisch zur Sicherheit. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Alter, hat der viel Energie. Ah, okay, das war's. Puh, da kommt jetzt dieses Fleisch sparen. Und alle haben die Erfahrung bekommen. Das ist schon mal sehr gut. Also, der hat nicht so viel ausgehalten, ne? Aber hat der Damage gemacht? Meine Fresse. Löst direkt 20, okay. Feuerball wurde gelernt. Gleich einen neuen Zauber gelernt. Gerade ist der Ball und dann schon neuer Zauber. Wenn ich sterbe, nehme ich dich mit. Ha, du bluffst. Gib auf. Ich werde dich aus dem Wasser blasen. That's what she said. Das ist leichter, als ich gedacht hätte. Unterschätze meine Macht nicht. Das wird übel. Ganz übel. Los! Das ist Sound hier, Change of Sound gerade. Mein Plan läuft gut, Jade. Du hast gute Arbeit geleistet. Vielen Dank, Herr. Was war das Problem in Prima? Jade war, glaube ich, der Typ, der damals unser Dorf angegriffen hat, oder? Der auch gegen unsere Schwester gekämpft hat und so weiter. Und Zock ist ja wohl sein, der Oberlord, ja? Ich schätze mal, der Main-Antagonist der Serie. Oder der Reihe, dieses Spiels. Also der Anführer der Dunkeldrachen. Waren es Lichtdrachen? Diese Idioten kamen uns auf der Suche nach dem Schlüssel immer wieder in die Quere. Dafür
werden die Lichtdrachen bezahlen. Beseitige sie jetzt, Commander, und finde die göttlichen Schlüssel. Jawohl, Sir. Was hältst du davon, Commander? Commander, ich mache mir Sorgen. Könnten die Lichtdrachen sein. Jedenfalls nicht wert, die Zeit des Commanders zu stören. Der General könnte das veranlasst haben, damit Commander Jade beschäftigt ist. Mach dir keine Gedanken. Wir regeln das schon. Ich überlasse es dir, den Feind zu besiegen und die Schlüssel zu finden. Jawohl, Herr! Okay, dann wir wollen ein Quartett des Bösen. Wo bist du, Drachen des Lichts? Ja, damit haben wir, glaube ich, jetzt wahrscheinlich alle Antagonisten gesehen, die wir bis zum Ende des Spiels noch begegnen werden, oder? Es sind immerhin vier Leutnants gewesen von dem komischen Jade da, dem Commander, oder dem General, wie auch immer. Und der Obersock, den haben wir jetzt auch gesehen, und Jade selber natürlich sowieso schon mal gesehen. Ich schätze mal, das sind jetzt alle, die wir jemals sehen werden. Weil es noch ziemlich viele, ehrlich gesagt, die uns im Weg stehen werden. Prima wäre Asche, wenn die Explosion noch näher gewesen wäre. Komm bitte jederzeit wieder. Wohin gehst du, Gobi? Ich gehe mit ihnen. Reen schuldet mir noch Geld. Ja, Alter. Ich mach gleich Fischstäbchen aus dir und die Klappe jetzt, Gobi, ganz ehrlich. Sag uns die Wahrheit. Du willst doch nur bei uns sein, oder? Nein. Ich will mein Geld. Los, lass uns gehen. Ich will, dass du hart arbeitest, damit du deine Schulden bezahlen kannst. Gobi, du denkst so eingleisig. Was? Ich hab dich nicht gehört. Schon gut. Halt, ich habe was vergessen. Was denn? Ach, die Lizenz wahrscheinlich, oder? Er wollte sich unsere Lizenz holen. Erstmal Speicher, ich habe einen Boss besiegt. Aber er wollte seine Lizenz noch zurückhaben, oder? Jetzt können wir erstmal den Namen ändern gehen. Das müsste mittlerweile wieder möglich sein. Das sollte ja passen, wenn wir es einfach nie schreiben, ne? Post. Sehr gut. So. Warum ist Gobi? Du hast doch was vergessen? Also gehen wir mal zum Ältesten hier. Ich schätze mal, du meinst deine Lizenz. Ob jetzt sowas gut ist, werden wir sehen. Willkommen zurück, Gobi. Ich gebe dir deine Lizenz und die Sphäre zurück. Welche Sphäre? Ein Mitglied unserer Clans nutzt die Sphäre, um sich in einen Fisch zu verwandeln. Mystisches Amulett und die Sphäre. Warum ist das mystische Amulett die Lizenz? Egal. Er kann es nicht mal tragen, okay. Sie kann es tragen. Was tut denn das Ding? Hä? Ich meine, das kann er nicht tragen, aber alle anderen können das tragen. Das ist weird. Sonic, große Aufgabe wieder für dich. Schau mal, was das mystische Amulett macht in dem Spiel, weil es steht ja nicht dabei. Und ich weiß es sonst nicht. Ich geb's dir erstmal, aber ich weiß nicht, was es macht. Dann gucken wir noch mal eben nach neuer Ausrüstung für dich, weil hier war auf jeden Fall noch ein Zauberstab im Angebot irgendwo.
Ja, das Ding könnte ich auch tragen. Das ist gleich, was Nina auch anhat, glaube ich. Also kaufen wir das einmal. Das könnte ich auch kaufen für Gobi, wäre es auch eine bessere Rüstung. Ein Schild kannst du tragen. Ja, macht auch Sinn eigentlich. Warum nicht Stab und Schild tragen? Stimmt. Ich hasse diese Melodie so sehr. Ja, die hatte den Prügel. Ah, die war zweihändig, die war die immer zweihändig. Das müssten wir erstmal rausfinden. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der andere Stab auch Prügel hieß. Habe ich einen anderen Stab gesehen? Beim ersten Mal? Der hieß doch nicht Prügel. Ah, die Indoor-Musik, ey. Also wenn jetzt hier keiner ist, dann ist vielleicht in einer Stadt einer gewesen. Ne, hier ist auch keiner. Dann schaue ich nochmal in der Schmiedestadt gleich rein, ob ich da einen Stab gesehen habe. Aber sind die immer zwei Hand? Das ist ja ein bisschen ungünstig. Dann kann sie ja keinen Schild tragen eigentlich. Ach doch, okay, sie hat also Stäbe, die sind ein Hand und welche sind zwei Hand. Alles klar. Sie bräuchte noch einen Helm. Also wahrscheinlich so ein Diadem-Krams. Ich gehe erstmal in die andere Stadt. Nicht geheilt? Nee, ich bin noch nicht mal geheilt worden. Vielleicht ist es auch nicht Amulett, dieses mystische AM, vielleicht ist es auch Armband, aber ich glaube, dass es Amulett sein sollte, oder? Das schreibt einfach mystisches AM. Ne? Was? Hier, Myst AM. MYST und dann Groß AM. So, ich würde auch gerne eben nach dem Diadem schauen, was sich für den Kopf noch jetzt hat. Ja, Golddiademe sind scheiße. Das muss ein anderes Diadem sein. Gold ist einfach nur teuer und bringt nichts. Gott, wie ich diesen Soundtrack nicht mehr hören kann. Also nicht das ganze Spiel, sondern wirklich nur dieser Indoor, dieser, genau dieser hier. Der kommt zu oft. Hi, Bernd. Hier war ja kein Diadem, kein normales zumindest. Also ich guck nochmal an der Schmiedestadt, hoffe, dass da eins ist. So, Gobi, du kannst jetzt dich in Fisch verwandeln. Gobi erhebt die Sphäre und murmelt eine geheimnisvolle Zauberformel. Ja, ich kann mich jetzt in einen riesigen Fisch verwandeln. Da ich nicht unbedingt viel schneller bin. Ich kann aber über die ganzen Zacken rüber jetzt, okay. Also ich kann erst über die ganzen Zacken rüber. Das könnte neue Orte machen. Und ich werde anscheinend auch nicht angegriffen. Also es ist eine Art Möglichkeit, unter Wasser reisen zu können, ohne Hindernis und ohne angegriffen zu werden. Alles klar. Good to know. Und dann hat Gobi ja auch noch einen höheren Stack bekommen jetzt. Hat die World Map einen neuen Song? Ja, oder? Das war doch ein bisschen nicht der Weltkartensong. Ich gehe mal davon aus, dass es ein. Nein, ich wollte nach Arad. Nein, ich wollte nach Gant. Ja, egal. Ich habe das Gefühl, dass der Weltkartensong neu ist, oder? Ich habe nie zugehört.
Hier ist er auch anders, oder nee? Nee, das ist der neue. Aber der ist neu. Vielleicht, weil das jetzt bedrohlicher wird, weil die Drachen sich in Bewegung setzen mit den ganzen Supergenerälen oder so, keine Ahnung. So, nach Gant. Einmal schauen, ob die da noch einen anderen Stab haben, der Einhand ist. Und ob die da noch irgendwie Diadem oder so verkaufen, als Kopfbedeckung. Also ich würde sie schon gerne mitnehmen, weil wir hatten bisher noch nie so wirklich einen dedizierten offensiven Magier. Und das wäre eigentlich ganz gut. Hier muss ich rein. Leider ist hier auch nichts, noch kein Stab. Ich könnte uns einen Heldenspeer kaufen für ihn, also einen besseren Speer als den alten Speer. Ja komm, wollte ich sowieso immer machen. Dann nehmen wir den Heldenspeer, du bist jetzt der Held einer Stadt da. Dann lassen wir dich nochmal drin, weil ich glaube, im Wasser brauchen wir dich gerade noch. Und danach würde ich wieder austauschen, weil ich brauche eher Nina und Ox zusammen im Team. Und würde die Magierin gerne auch mitnehmen. Okay. Das ist die Frage, wo wir jetzt hin sollen, ne? Haben wir überhaupt irgendeinen Hinweis bekommen, wo wir jetzt nächstes hin sollen? Absolut gar nicht, oder? Null. Ich muss hier wieder nachgucken wahrscheinlich. Ist doch kein Problem. Das ist fix gemacht. Das gucken wir mal eben fix. Na 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 na. Ah, wir können jetzt glaube ich was Nebensächliches machen. Ja, diesen Wurm 2 haben wir schon gekauft. Okay, wir müssen eine Insel finden, die wir erst jetzt erreichen können. Dank Gobis neuer Fähigkeit. Dann suchen wir ein bisschen, weil das ist ja nicht so schlimm und nicht so schwierig. Ach, ich wollte den Chat wieder sehen. Dankeschön. So. Jetzt hier die ganze Schlachtfeldkrater. What the fuck? Hier war der Vulkan. Ich habe schon gesehen, dass links so ein schwarzes Loch ist. Wahrscheinlich müssen wir darüber. Das würde zumindest naheliegend sein. Ich will mich trotzdem ein bisschen umgucken hier eben. Jetzt, wo ich unter Wasser traversen kann, ohne campen zu müssen. Wir wollen auch mal ein bisschen gucken, ne? Hier kann ich auch an Land gehen. Wo ist das? Ach, die Insel ist von damals. Wo ist die Insel, die ich erreichen soll? Die kann ja nicht, weil ich kann da gar nicht über die Steine rüber. Außer auf der World Map kann auch so keine Steine zerstören, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen, zumindest. Aber ich guck mal. Ne. Also hier komme ich gar nicht weiter. Gut. Wissen wir das auch, dass hier eine komische Insel ist, wo ich aktuell nicht weiterkomme? Da brauche ich irgendeinen anderen Krams, um an den Stein vorbeizukommen. Ja gut, dann gehen wir da nur wahrscheinlich hin, so. Ich schätze auch dieses schwarze Loch da. Diesen schwarzen Graben. Da wären wir vorher nicht lang gekommen. Aber jetzt können wir darüber schwimmen, bist du? Ja. Okay, wo zum Teufel bin ich? Mit einem Gegenwurm? Ah, hier. Ah, hier können wir immer rein. Okay, schauen wir mal. Lala, Fatih. Okay. Ich lasse erstmal dich ausgerüstet, sonst gucke ich selber nochmal nach. Also an dir ausgerüstet. Okay, es ist ein neuer Ort, den wir gefunden haben. Vielleicht ist der ja wichtig. Ich kann der erste Reich, seitdem ich schwimmen kann. Das ist ja schon aus guten Gründen so.
Also mein Sicherheits-Extra-Safe. Okay, ein Inn haben wir hier. Ganz viele Enten, warum auch immer. Und ganz viele Frauen, die anscheinend gerne Flöte spielen. Willkommen, wie kann ich dir helfen? Das sind alles alte Waffen, die haben wir schon längst besser. Und Rüstungen sind auch nicht so geil. Nebel haben wir noch genug. Kraut. Kraut können wir ein bisschen neu kaufen. Der verkauft dieselben Sachen. Also für uns nicht weiter relevant. Ist die Ranger-Rüstung wirklich besser für mich? Warum habe ich die damals nicht gekauft? Habe ich einen Grund für gehabt, oder? Wahrscheinlich ist diese Rüstung auch nicht schlecht gewesen. Einer von uns hatte die doch. Ja, du. Ich kaufe mal eine. Ich habe ja gerade ein bisschen Geld. Wenn die besser ist, gut. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Aber sie scheint besser als die Heldenrüstung, weil die Heldenrüstung wird ja auch verkauft und ist billiger. Die ist wirklich besser, dann rüsten wir die aus. La la, Fatih. Okay, die spielen hier alle ihre komischen Flöten. Gibt es hier auch multiple Waffenshops? Okay. Ah. Knochen. Keine Ahnung. PR. Aber das ist auf jeden Fall eine einhändige Waffe, die besser ist für sie. Das freut mich. Und mystische Robe ist eine neue Kleidung für euch. Der Guru-Cut. Den kann nur sie tragen, aber der ist auch verdammt teuer. Dann kaufe ich erstmal eine mystische Robe mit Nina und spare auf den Guru-Cut. Oder CT, was auch immer. Clove, vielleicht auch Clove. Und bei dir warte ich jetzt, bis ich das Geld zusammen habe. Ah, den Stab muss ich mir ausrüsten, nicht vergessen. Schaut noch eben nachschauen. Das Recht auf die Bank sein, die ist mir egal. Nichts Neues, okay, gut. Also wir merken uns hier nur, hier gibt es auch eine ziemlich gute Rüstung für Miris Charakter. Blö, wie sie mal. Jetzt heißt es Miri, also gewöhnen wir uns einfach dran. Dola Faso. Ja gut, die spielen alle mit ihren Noten hier, keine Ahnung. Ich habe keinerlei musikalische Inspiration. Das scheint eine musikalisch angehauchte Stadt zu sein, ne? Offensichtlich. Oh, du siehst aus wie Nina, unheimlicherweise. Hm? Moment mal, ich will dich eben mit Nina ansprechen, weil du siehst aus wie Nina. Das finde ich gerade mega weird. Tauschen. Nein, nicht du. Hm? Nee, sagt nichts. Aber sieht also aus wie Nina, guck mal. Das ist Nina in Blau. Du magst uns vielleicht nicht glauben, aber sie ist quasi direkt vom Himmel gefallen. Okay. Sie kann sich an nichts mehr erinnern. Dann wird sie wahrscheinlich nochmal plotrelevant werden. Weil sieht nicht umsonst genauso aus wie Nina. Ja, die ist auch noch Melodien klimpern. Die wahrscheinlich auch, ja.
Okay. Und du versperrst mir den Weg. Okay, ich dachte erst schon bewusst, aber nee. Ich will eben kurz was nachschauen. Wir machen jetzt Pause, dann kann ich in der Pause was nachschauen. Das ist simpler. Ja, wir machen einfach Pause. Wir machen Pause, 15 Minuten, sehen wir uns wieder um halb, dann geht's weiter. Bis gleich.